Ja, die Saison ist bei uns sehr turbulent verlaufen. Grundsätzlich haben wir, was die Zielankünfte betrifft, insofern eine weiße Weste, dass wenn wir ins Ziel kommen sind, sind wir seit 2008 ungeschlagen, haben wir gewinnen können. Heuer leider Gottes hat es bei der Jänner-Rallye begonnen mit einem kleinen Ausrutscher, fataler Fehler, gleich einmal den ersten Ausfall und damit sind wir in Hintertreffen geraten und haben eigentlich immer gewinnen müssen, um die Chance noch zu wahren, Meister zu werden aufgrund des Punktesystems, das die OSK heute neu gemacht hat. Es ist uns ganz gut gelungen, wir haben die nächsten drei alles gewinnen können und waren sehr zuversichtlich im Sommer bei der Maribor, auch da hat es gut ausgesehen, wir haben schon sehr viel Vorsprung gehabt. Wieder ein kleiner Fehler rausgerutscht in den Graben, überschlagen und damit natürlich die Chance auf den Meistertitel schon vergeben. Und bei der Waldviertelrallye, die schaut schon wieder ganz toll aus, sind noch ein paar Sonderprüfungen zu fahren, aber wir führen überlegen die Dieselmeisterschaft an und beweisen damit wieder einmal mehr, dass wir das schnellste Dieselfahrzeug im Feld sind. Wenn alles gut läuft, dann ist das der letzte Einsatz im Dieselbereich, zumindest mit dem Punto Grande Diesel. Eine sehr, sehr lange Ära in der Dieselzeit geht zu Ende, insgesamt 8 Jahre. Ich kann selbst kaum glauben, wie schnell die Zeit vergeht. Wir basteln an einem Projekt und zwar ist nichts Geheimes. Abarth hat bei der Sanremo Rallye ein neues Auto vorgestellt, den Abarth 500 in der Klasse R3T. Und wir basteln gerade daran, dieses Auto nächstes Jahr nach Österreich zu holen und würden damit ganz gerne im neu geschaffenen Zweirad-Cup der OSK mitfahren und damit die Zeiten von Karl Abarth wieder aufleben lassen.